Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. In dieser Folge werden wir Tiere mit einem Mausklick töten. Glaubt ihr nicht? Dann schaut das Video. Viel Spaß bei dieser Folge und viel Spaß mit Nilvaran, euer Metalizer. Die Länge ist 10 Meter, da können wir gut mit rechnen und arbeiten. So. 10, 20. Moment, gerade. 30 Meter. Dann können wir da ja auch schon hochgehen hier. Okay, ist jetzt hier nicht. Kann ich das bauen? Ja. Okay. Blockiert. Jetzt geht's. 10, 20, 30. Passt. Sehr gut, dann haben wir schon das Gehege für Nilvarane. Oder der Grundriss zumindest davon. Bearbeiten wir die Barriere nochmal, ziehen die hier einmal rang und dort. Das ist jetzt aber ein bisschen kleiner hier. Auf einen Meter oder so Höhe. Ich hoffe, dann brechen die nicht aus. Und setzen dann die hier alle, also die ganzen hier, in Höhe einfach. So auf 1 Meter, ja. Das sollte dann auch passen. Dann brauchen wir noch den Eingang, die Tierpfleger. Wo können wir den denn hinpacken? Ah, ich glaube, den müssen wir dann, sollten wir hier vielleicht hinten nochmal neu bauen gleich. Genau. Es brauchen neue Mitarbeiterwege. Gehen dann hier hin. Ich kann mir vorstellen, dass die Nilvarane Wasser, also so eine Wasserfläche brauchen. Das schauen wir uns dann auch gleich mal im Detail nochmal an. Und die anderen Mitarbeiterwege gehen dann hier hinten lang. Gehen hier so lang. Und die Richtung ungefähr. Dann sagen wir Einrichtungen. Und zwar brauchen wir Mitarbeitereinrichtungen. Hier Tierpfleger, da können wir auch die große gleich bauen. Da ziehen wir hier hin. Quarantäne brauchen wir glaube ich nicht. Veterinärzentrum, ja, könnten wir auch mal hier bauen. Die Versorgung, also falls mal irgendwie einer der Nilvarane behandelt werden muss. Mitarbeiterraum können wir hier auch bauen, weil wir werden hier noch mehr Gehege hinsetzen. Da können wir auch gleich die große hinsetzen. Forschung brauchen wir nicht, Werkstatt brauchen wir auch nicht. Ja, Werkstatt. Die Werkstatt könnten wir noch hier gebrauchen. So, jetzt gucken wir mal, ob die auch mit Strom versorgt werden. Strom? Ja, passt gerade so. Haben wir Glück gehabt. Sehr gut. Gut, dann brauchen wir natürlich auch nochmal einen Tierpfleger. Mitarbeiter Tierpfleger stellen wir einen ein und der bekommt dann gleich eine Arbeitszone zugewiesen. Machen wir einen neuen, zack, und zwar kriegt er das Gehege hier plus, ja, das Gehege soll er auch noch kriegen. Und dann ist das die Warane und die Arbeitszone für den hier. Und dann sagen wir Tierhandel. Die können wir auch leider alle gleichzeitig reinsetzen, wenn wir nicht über Zoo gehen, Tiere. Und dann sortieren wir das Dana. Ah, nee, haben wir nicht. Wir müssen doch über den Tierhandel das machen. So, den verlegen hier rein. Den hier auch verlegen, den Nilvaran hier rein. Und das Männchen wird verlegt. Ein Tier ist entkommen. Wo ist ein Tier entkommen? Bei den Affen. Warum ist denn hier ein Tier entkommen?
Der ist eigentlich nicht entkommen. Ich vermute da, aber das war ein kleiner Bug. Oh nein. Panik. Panik. Alles gut. Oh, die haben Hüte auf. Hey, hier. Nein, sie tragen Hüte, aber hey, lauft doch nicht alle weg. Alles wird gut. Da ist kein Tier entkommen. Hört auf, so einen Unsinn zu erzählen. Bestimmt irgendwelche. Oh nein, jetzt staut sich der, oder? Oh nein, das Tier ist entkommen, lauft. Gibt's doch nicht. Ist kein Tier entkommen. Ein Bullshit. Oder ist die Barriere irgendwie nicht heile? Doch, müsste eigentlich passen. Merkwürdig, merkwürdig, aber gut, aber gut. Kümmern wir uns um die Nilwarane. Die Besucher kommen schon alle wieder. Wird schon alles wegklappen. Was brauchen die denn? Gelände. Schauen wir mal. Also groß genug ist es. Die brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Erde. Das heißt, wir malen ein bisschen mit der leichten Erde hier. So. Erstmal alles mit Erde hier übermalen. Felsen brauchen die. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal eine kleine Form. In dem Bereich so, also wie so ein kleiner Hügel. Jetzt ziehen wir hier so lang. Und den bemalen wir jetzt mit Felsen. Stärke 100. Als Felsen hier. Vielleicht ein bisschen größer machen. Das sieht ja ganz gut aus. Jetzt haben wir aber, glaube ich, ja, ich glaube, wir haben alles. Ein bisschen kurzes Gras hier in die Ecke hinten rein. So hier in der Stelle so. Können die sich hier so ein bisschen darauf bewegen, da ein bisschen sonnen und so. Das ist ganz, ganz gut. Wasser brauchen die auch noch, sehe ich gerade. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was, wo die sich schwimmen können drin. Was heißt denn? Stark, so. Und wir brauchen Wasser dazu. Ein bisschen zu viel, ne? Das könnte so ganz gut funktionieren. Hier ist Wasser rein. Da können sie sich dann austoben. Schauen wir mal, wenn wir jetzt weitermachen. Ja, reicht noch nicht ganz im Wasser. Also wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also nicht mehr Wasser, sondern eine höhere Anzahl von Wasser, also kein Meerwasser. Nochmal ein richtig schönes Gehege für die Nilwarane. Gucken wir mal, was Wasser jetzt reicht. Schalten wir wieder an. 71. Ja, brauche ich noch ein bisschen mehr. Ja, das können wir natürlich nicht machen, weil das Wasser blockiert. So. Hinten in die Ecke noch mal ein bisschen rein. So. Vielleicht reicht das jetzt. Schauen wir mal. Ja, jetzt passt es. Sehr gut. Also das heißt, die Grundform vom Gehege haben wir geschafft. Bei
Den Pflanzen sieht es auch soweit ganz gut aus. Die brauchen aber bestimmt auch noch einen Rückzugsort oder sowas. Denke ich zumindest mal. Oh, wir haben zu viel Fels hier drin, ne? Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen kurzes Gras noch mal reinsetzen. Wenn nicht ganz so viele Felsen haben. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es gut aus. So. Ja, passt. Bei Sand können wir natürlich auch noch nehmen, ne? Einen feinen Sand hier. Hier unten. Steht gar nicht mit, ne? Packen wir den Sand hier hin. Jetzt haben wir wieder zu wenig Erde. Mist. Leichte Erde. Hier oben auch nochmal leichte Erde. Und passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und dann sind die Werte alle im grünen Bereich. So, gucken wir mal, was wir noch an der Natur platzieren können. Wir brauchen zum einen erstmal den Filter für Afrika. Und dann sagen wir bei den Biomen, sagen wir Tropen und Graslandschaft. Schauen wir mal eine Bananenstaude. Ein Baumfahren hier vielleicht. Hierhin. Damit fühlen sie sich wohl, sehr gut. Papyrus. Sollte da passen, oder? Ja. Der Papyrus geht. Mehr Papyrus hier nochmal rein. Sonst Ufer so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie ein Papyrus in der Natur, also ob es in der Natur auch so dicht aneinander steht. Der Baum. Oh ja, der Baum ist zwar. Ja, das. Ja, ich muss raus. Ein Netz an dem Mone. Ist hier in die Ecke oder so. Oh, passt auch gerade noch so. Müssen wir aber aufpassen langsam. Vielleicht geht der Vogelnest fahren. Können wir den noch platzieren? Ja, das passt auch noch. Ich glaube, wir nehmen den Baum hier raus. Nehmen wir wieder ein bisschen Plus, was die Gestaltung angeht. Da wollte ich ihn eigentlich nicht hin platzieren. Und so. Sehr gut. So, nochmal die Tiere wieder auswählen. Ich versuche halt immer die Werte hier einzuhalten. Damit sie sich auch ja wohlfühlen. Was denn so eine Palme? Was würde die denn ausmachen? Oh ja, die macht gar nicht so viel aus. Sehr gut. Sieht doch eine schöne Oase jetzt hier aus. Das gefällt mir doch. Und das gefällt den Tieren hoffentlich dann auch. Das ist das Wichtigste, dass es den Tieren gefällt.
Gut. Da haben wir halt wirklich hier die Phasen. Und dann schauen wir mal. Ach, der ist schon schwanger. Was? Krass. Okay, der ist direkt schwanger. Upsala. Ah, herrlich. Gut, dann kriegen wir auch da direkt Nachwuchs. Auch schön. Gehege. Da wieder rückt es auf 100%. Okay. Oh nein, da ist die Rennantilopus gestorben. Moment. Hey, du lebst? Jetzt. Nein, jetzt ist es ins Wasser. Da schwimmt totes Tier im Wasser, verdammt. Ah, wir haben es angeschaut und es ist gestorben. Wir rufen mal schnell einen Tierarzt hier. An Altersschwäche gestorben, immerhin. Ja, ja. Das ist nun mal auch der Lauf des Lebens. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert gerne. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer, und dann verschwindet auch das Solitier aus dem Wasser.